Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, nachdem wir jetzt in der letzten Aufnahmesession mal wieder erfahren haben, dass wir ein Watcher sind, ein Wächter. Wobei Watcher ich immer noch eher so als Beobachter, aber das ist dann Beholder. Ne, das ist Betrachter, Beholder. Beholder sind Betrachter, aber Watcher würde ich immer irgendwie so nicht so direkt als Wächter, sondern eher, ja, Guard ist Wache. Keeper? Ja, Gatekeeper ist der Torwächter. Ja, doch, Keeper wäre eher Wächter. Ja, immer diese Übersetzungsprobleme. Gut, wir können jetzt mal mit Edea reden, damit wir den in unser Team kriegen. Der Geruch vom Pfeifenrauch, gleichzeitig erdig und süß, schlängelt sich in deine Nase. Deine Augen verfolgen den Rauch zu seinem Ursprung zurück. Einen breiten Mann mit schroffhaarigen Haaren, der an eine moosbewachsene Felswand gelehnt ist und eine Pfeife in seiner dicken Hand hält. Er blickt dir direkt in die Augen. Sein Blick ist jedoch nicht aggressiv. Er mustert dich mit einem eigenartigen Grinsen. 17 and a half. Well, could be 18, depending on how you count the dwarf woman. 17,5 könnten auch 18 sein, je nachdem, wie man die Zwergenfrau zählt. Wie The bitte? dwarf woman. You were trying to figure out whether to count her as a full person. I think you oughta. Die Zwergenfrau. Du hast dir überlegt, ob man sie als ganze Person zählen soll oder nicht? Ich finde, das solltest du schon. Ja. Aber was redest du The da? people hanging from the tree. 18 of them. Well, last I counted anyway. Die Leute, die am Baum hängen, 18 an der Zahl, wenigstens bei meiner letzten Zählung. Alle runzeln die Stirn. Macht ihr das hier, um euch zu amüsieren? Name's Adair. Though to the people around here, might as well be 19. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. Er streckt seine Hand aus. Ich heiße Edea. Wenn es nach den Leuten hier ginge, könnte es auch 19 sein. Könnte es auch 19 sein. Er betrachtet dich von Kopf bis Fuß und zieht eine Grimasse. Glaube nicht, dass ich dich höher als 22 hängen würde. Maximal 23. Er schnalzt mit der Zunge. Du siehst nach der Sorte aus, die sich gerne einmischt. Was lässt sich denken, dass ich an der Zwergenfrau Interesse hatte? Er betrachtet dich einen Augenblick lang mit hochgezogenen Augenbrauen. Sein Grinsen wird I breiter. was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack, I took you for a Radric at first. Ich rauchte hier drüben und sah, wie du sie anstarrtest. Zweimal habe ich meine Pfeife nachgestopft, aber währenddessen hast du nicht mal geblinzelt. Dein Mund schaltet so weit auf, dass ich dich anfangs für einen Rhetrik hielte. Unmöglich, ich sabber nicht mal halb so viel. Was geht dich das an? Ich war in letzter Zeit außer Form. Weißt du, was ein Wächter ist? Seine Augen schießen in mehrere Richtungen. Er lehnt sich näher zu dir herüber. Vorsichtig, Freunde, dieses Wort solltest du hier besser nicht benutzen, denn hier wimmelt es förmlich von Rädricks Stiefeldeckern. Medien, Beseeler, Wächter, für die Leute hier ist das alles dasselbe, vor allem für Rädrick. Sie kommen ständig mit ihren Heilmitteln in diese Gegend und haben es auf die Verzweifelten abgesehen. Keiner von ihnen ist wirklich der, der er vorgibt zu sein. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. Nachdem No ich offense. dich mit diesem komischen Blick gesehen habe, bin ich fast schon geneigt zu glauben, dass du mit dieser Zwergenfrau tatsächlich etwas hattest. Hä, wie auch immer, vielleicht bin ich doch nicht 19, nichts für ungut. Du denkst, dass du gehängt werden wirst? The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. My headman on the farm. Used to be my captain during the war. Dieses Dorf hat es schon seit langem auf mich abgesehen. Der einzige Kerl, der sich für mich eingesetzt hat. Naja, er ist Nummer 18 da oben. Mein Vorarbeiter auf der Farm während des Krieges war mein Hauptmann. Im Krieg? Krieg des Heiligen, nur einer meiner Leben. Dieser Kerl beschließt, die lebende Inkarnation von Eotas zu sein, stürzt Rezeras marschiert auf Dürrwald. Also begrüßen wir ihn auf die dürrwäldische Art. Das ist eine dürrwäldische We Begrüßung. blew him up.
Wir jagten ihn in die Luft. Er lächelt, als er das sagt, aber es ist das Lächeln von jemandem, der den Witz nicht aus Spaß erzählt, sondern um einen Effekt zu erzielen. Wer ist Eotas? Gott der Wiedergeburt und der Erlösung, früher zumindest. Vielleicht haben sie da, wo du herkommst, einen anderen Namen für ihn. Ich habe andere Fragen. Oh, ich habe Zeit. Warum wurde dein Vorarbeiter gehängt? Hat sich eingemischt. Redrick schickte vor ein paar Tagen Männer hierher. Sie sagten, sie wüssten aus glaubwürdiger Quelle, dass jemand im Dorf mit Kolks arbeitete und eine Verschwörung zu Redricks Sturz plante. Sie sagten, wenn der Schuldige hier und jetzt vortrete, würde sie alle von uns aufhängen. Niemand trat vor, also tat es Swithin. Das war mein Vorarbeiter und sagte, er wäre es gewesen. Sie haben ihn bei Wort genommen. Er seufzt, schüttelt den Kopf und blickt starr auf den Baum gerichtet. Das musste früher oder später passieren. Wenn ich für eine Verschwörung gegen Redrick, dann für meinen Schutz. Was hat dein Dorf gegen dich? Pick the wrong god. That's what it comes down to. Used to be a lot of Vaethys worshippers in Gilded Vale. That mess of rocks over there, that was a temple to him, to give you some idea. Er zog mir den Axt und hab mir den falschen Gott ausgesucht. Darauf läuft es doch hinaus. In Goldtag gab es mal viele Anhänger auf Eotas. Dieser Haufen Felsbrocken da drüben war früher mal ein Eotas-Tempel, nur damit du dir eine Vorstellung machen kannst. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these parts. My brother Woden and me, neither of us believed it. No way was that Aethys. He enlisted, then I did too. But, he didn't make it back. Dann tauchte eines Tages jemand namens Weitwind auf der Türschwelle des Dürrwalds auf. Das lebende Fleisch Eotas sei er, hieß es. Dass er eine Armee mitgebracht hätte, sagte er. Und auf einmal war Eotas hierzulande nicht mehr so beliebt. Weder mein Bruder Woden noch ich glaubten das. Das konnte unmöglich Eotas sein. Er meldete sich zu den Waffen und ich folgte ihm. Er aber kam nicht mehr zurück. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Got real ugly, especially after the legacy started. Folks needed someone to blame. I was safe because I fought, but then this rumor starts that my brother, that he was on the wrong side. And I wasn't so safe anymore. Not till my headman stepped in and said they'd have to hang him to get to me. Nach dem Krieg begannen die Leute, die Anhänger Eotas zu bestrafen und sie des Verrats zu beschuldigen. Besonders nachdem das Vermächtnis begonnen hatte, wurde es wirklich hässlich. Die Leute brauchten einfach einen Sündenbock. Mir passierte nichts, weil ich gekämpft hatte, aber dann wurde dieses Gerücht verbreitet, dass mein Bruder auf der falschen Seite stand. Und dann war ich auf einmal nicht mehr sicher, nicht bis mein Vorarbeiter einschritt und sagte, sie müssten ihn schon hängen, um an mich heranzukommen. Seems that's no longer a concern. Of course. The townies don't do the hanging these days, but when Raedric's men come, they got no problem doing the pointing. Er schaut den Baum hoch und seine Augen verfolgen einen schaukelnden Körper. Anscheinend ist das nicht mehr von Belang. Die Dörfler legen beim Hängen heutzutage natürlich nicht mehr selbst Hand an, aber wenn Raedric's Männer kommen, dann haben sie keine Probleme mit ihren Fingern zu deuten. Arlof blickt dich an und senkt seine Stimme. Du verstehst, warum ich weg wollte. Ja, wer ist Kolks? Oder Kolsk? Jemand, der den ganzen Hängerei überdrüssig wurde. Jetzt ist er auf der Flucht, wahrscheinlich bis sie ihn schnappen. Wenn du halt als nächster gehängt werden sollst, was machst du da noch hier? Er deutete ein halbes Lächeln an, hauptsächlich trinken. Eigentlich stehe ich kurz vor dem Aufbruch. Ich weiß noch nicht wohin. Dort draußen gibt es nicht viele Orte, wo man nicht denkt, dass Weitwinds Vermächtnis mit Weitwind begann. Ja, wir könnten zusammenreisen. Wohin führt dich dein Weg? Zu einem Ort namens Kit Nua. Dort befindet sich ein alter Wächter, der in der Lage sein könnte, mir zu helfen. Ich kann mich erinnern, dass ich etwas über das gehört habe, Jahre ago. Er tamed that place. People would seek him out for all kinds of things: troubles of the soul, questions for the departed. Of course, that was back when you didn't have to say watcher with a hush on your breath. Ich glaube, ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren so etwas gehört zu haben. Er hat diesen Ort gezähmt. Die Leute suchten wegen allerlei Dinge Rat bei ihm. Dinge, die auf der Seele lasten. Fragen für die Verstorbenen. Das war natürlich noch zu den Zeiten, in denen man das Wort Wächter noch laut aussprechen konnte. A man such as that, there'd be things I'd want to ask him. Don't know why I never thought of it before.
Etwas entzündet sich in Edeas Augen und die Kraft der Entschlossenheit findet ihren Weg in seine Stimme. Einen solchen Mann, es gäbe Dinge, die ich ihm fragen wollen würde. Ich weiß auch nicht, warum ich niemals daran gedacht hatte. Er kratzt sich geistesabwesend mit einem schwierigen Daumen am Bart. Weiß nicht, was ich davon halten soll, mit einer Fremden aufzubrechen, noch dazu mit einer so seltsamen. Aber ehrlich gesagt, könntest du die Einzige sein, die nicht eine Art von Erleichterung spürt, wenn ich an diesem Baum dort baumeln würde. Ein wirklich guter Grund. Alright then. Guess I'll do some sightseeing. Long as you're not the one picking the sights. Er zuckt mit der Achsel. Na gut, dann schaue ich mir halt ein bisschen die Sehenswürdigkeiten an. Er wirft einen kurzen Blick auf den Baum. Solange du nicht die Sehenswürdigkeiten auswählst. Er neigt seinen Kopf nach vorne und schaut dich direkt an. Dann los mit uns. Hey. So. Okay, ihr der hier hin? Und ihn mal aufleveln. Also, Athletik und Überleben hauptsächlich. So. Am ehesten würde ich ihn erstmal offensiv geben. Welches war das mit dem Säbel? Das war, glaube ich, Bauer, oder? Nein, das war Beil. Raufbold? Ja, Raufbold. Ah, Pistole. Weil der ist halt der Säbeltyp. So, ein Punkt in Überleben. Ja, komm, geben wir ihm ein paar Punkte in Wissen. So, Verteidiger. Kann mehr Feinde binden. Sicheres Zielen. Leichte Treffer in Treffer umgewandelt und plus 20 Mindestschaden ist also eher offensiv. Diszipliniertes Bombardement kann er für 50 Sekunden Genauigkeit und Beschützerhaltung. Nee, dafür habe ich ja schon eine Haltung. Also nehmen wir sicheres Ziel, dass wir Idee eher offensiv machen. So. I'm here. Ich kann ja nämlich die hier anmachen. Hey. Gut. Yes? Das sind die Pro-Begegnung und die Pro-Ruhephase. Also der hat nichts Pro-Ruhephase, ich hab was. Nämlich Schmelztiegel der Seele. Damit kann ich Gegnern Ausdauer entziehen. Yes. So, dann verlassen wir erst nochmal Goldtal. Und kümmern uns um Talholz fertig. Zu dritt sollten wir das nämlich gut schaffen. Yes. I'm here. I'd be glad to. Du kannst nur auf den Drager zugreifen, indem du rastest, ja. Hi. Oh nein, das behalte ich lieber für den Bären. So. I'm here. Die Wolfspelze können schon mal weg. Wir können mal versuchen, hier hochzuklettern. Diese alten Mauern scheinen einst die gesamte Lichtung umgeben zu haben. Nun ist nur noch ein kleines Stück davon übrig und die nach oben führenden Stufen sind zerbröckelt. Die Mauer genauer untersucht. Die schweren Mauerziegel sind moosbedeckt und glitschig, was das Klettern behindert. Die Steine selbst aber scheinen robust genug zu sein. Mit den richtigen Werkzeugen könnte man die Mauer bestimmt erklimmen. Erklimmt die Mauer. Ja.
Die brüchige Mauer ist selbst jetzt noch ziemlich hoch und ihre unebene Oberfläche weist einen schwierigen Aufstieg. Wer wird sie erklimmen? Ich selber. An einem der größten Steine finden deine Hände Halt und beginnt sich nach oben zu ziehen. Die umgebenden Ziegeln und überschüssigen Winkel des Anstiegs erschweren dir das Klettern und deine Arme beginnen schon nach kurzer Distanz viel zu stark zu brennen. Du bist gezwungen, dich wieder auf den Boden fallen zu lassen. Ja, kannst Edea? Edea findet auf einem der größten Steine Halt und beginnt die Mauer zu erklimmen. Der ungleichmäßige Halt aber erschwert den Aufstieg und nach kurzer Distanz muss Edea abbrechen. Mhm. Wir brauchen also einen Kletterhaken dafür. Not a sound.